Hallo! Welcome, welcome! mal was Neues. Nicht erschrecken, das ruckelt erst noch ein bisschen, aber gleich geht's. Ich habe das Haus gebaut, also eher eingerichtet von Mona und ihren Mädels. Und zwar habe ich das Haus genommen, weil es mir einfach mega schön gefallen. Es ist so zwar relativ klein. Ich habe jetzt nicht selbst gebaut, ja, okay. Aber ich hatte die 40.000 ungefähr genommen, weil mir ist ein Fehler passiert. Und zwar hatte ich ja das alles gespeichert ins Familieninventar. Und so schlau wie ich natürlich bin, habe ich das in dem anderen Familieninventar irgendwie gespeichert gehabt. Dann habe ich versucht, die andere Familie, also von Pauline, mit rüberzunehmen in meine Familie. Da hat das dann aber auch nicht geklappt, weil dann war das alles weg. Und dann sind es ja auch mehr als 8 Personen. Bis ich das alles hinbekommen habe, war das Inventar von beiden Familien leer. Also hieß es, alles neu kaufen. Und ich dachte mir, wenn ich meine ganzen Möbel alle verkauft hätte, dann hätte ich bestimmt so um die 30, 40.000. Ja, und da dachte ich so, ich gebe ihr 40.000 und richte damit das Haus ein. Hab's ungefähr so von den Möbeln. Ja, okay, die Küche eigentlich, aber der Rest nicht. okay, schon gut. genau. Und zwar habe ich mich für das Haus entschieden, weil ich fand das richtig süß. Das sieht von außen größer aus, als es ist. Ich wollte nicht so ein riesen Haus haben, weil, wie gesagt, wir sind hier immer noch bei der Legacy Challenge. Tut mir leid, wenn ich jetzt das Haus nicht selbst gebaut habe, aber weiß nicht. Ich finde, das ist trotzdem ganz okay. Es hat eine kleine süße Küche, ein ja, offenes Wohn-Essbereich-Dings. Ein Bad, das hatte ich vorhin schon gemacht, da kommt auch nicht mehr so viel rein. Das Kinderzimmer, hier kommt jetzt noch so eine Waschküche rein, die ist aber auch nicht groß, also eigentlich nur Waschmaschine und Waschmaschine und Wäschetrockner. Genau. Ein Elternzimmer, also ein Zimmer für Mona. Und oben gibt es noch ein anderes Zimmer, aber ich habe das jetzt noch nicht eingerichtet, weil ich irgendwie nicht wusste, was ich da hinbauen könnte. Ich hatte gedacht, für die Kinder vielleicht irgendwie so ein Spielzimmer, aber dafür haben die eigentlich ihr Zimmer. Dann hatte ich später gedacht, vielleicht, dass eine nach oben zieht oder dass man oben so einen Kreativraum macht. Also, keine Ahnung. Wenn euch da irgendwas einfällt, könnt ihr ja auch ruhig Bescheid sagen. Genau. Ja, da war ich mir richtig unsicher, wie ich das hinstellen soll, weil die müssen ja trotzdem noch so. Ich fuchtel hier mit meinen Armen rum, ihr könnt das doch gar nicht sehen. Die müssen ja trotzdem da an der Treppe vorbei. Und dann dachte ich mir so, nee, am Fenster, zum Fenster hin, Fernseh gucken ist ja auch irgendwie auch doof. Nee, dann habe ich es doch wieder so hingestellt. Ich fand, das war eigentlich ganz süß. Gleich kommt was, wo ich mich richtig drüber aufgeregt hatte. Es hat so lange gedauert, ich habe aber nichts Passendes gefunden. Nicht wundern, das ruckelt hier so ein bisschen. Mein Computer ist nicht. Also, er ist schon gut, sehr gut, aber irgendwie ruckelt es trotzdem. Ich denke, das liegt eher daran, dass ich das Spiel vorhin erst gestartet habe. Genau. Da seht ihr auch, dann ist hier sozusagen der Essbereich. Ja. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich da ein Fenster hinmache oder nicht, weil da rechts sind ja schon die 3 Fenster. Wenn ich da jetzt noch ein Fenster hinmache, ist auch irgendwie doof. Außerdem war das ja auch nicht genau in der Mitte. Also habe ich es einfach weggelassen. Ja, den Tisch, den fand ich ganz süß und ich habe das Wohnzimmer so braun, gelb, orange gehalten. Ich glaube, ich muss niesen. genau, da hat es ein bisschen geladen, bis es mal fertig war. Und da hat es dann ein bisschen gedauert. Da habe ich geguckt, ob ich die Blumen lassen soll oder ob ich ein anderes, ist das Modell? Ja, ein Modell, keine Ahnung, ob ich was anderes nehmen soll. Aber ich glaube. Ja, ich habe die gelassen zum Schluss. Genau, da. Das ist das, was ich nämlich meinte, wo ich mich richtig drüber geärgert habe. Ich hatte mal nämlich Gardinen. Die waren genau von dieser Höhe perfekt wie diese Fenster. Und die waren so schmal. Also genau für diese Fenster perfekt. Aber ich konnte mich einfach überhaupt nicht entscheiden, welche ich von denen nehmen soll. Weil irgendwie hat nichts wirklich gepasst. Dann habe ich gedacht, vielleicht mache ich hier überall sowas. Und dann mir so, nee, auch irgendwie blöd. Ja, im Endeffekt habe ich mich für ja, diese nicht, für andere Gardinen entschieden, genau die hier. Ich dachte mir so, dann kann man die sozusagen einfach nach rechts und links in die Länge ziehen.
genau, da habe ich nochmal geguckt, aber die fand ich irgendwie doch ein bisschen langweilig. Und dann ging der Spaß mit den Gardinen hier auch weiter. Ja, also eigentlich mag ich die Gardinen, aber boah, ich hatte echt keinen Bock mehr. Genau, dann habe ich die hier genommen. Aber, also ganz zufrieden bin ich mit denen immer noch nicht so wirklich. Ich finde, die sehen ein bisschen so, die sehen ein bisschen dreckig aus, oder? Also ich meine, irgendwie passen die ja doch, aber ich war mir nicht sicher, ob das dann doch zu viel Orange und Gelb ist. Ja, da spinnt das schon wieder. Ach, ich habe es jetzt einfach erstmal gelassen. Jetzt kommt das Zimmer von Mona, das finde ich echt hübsch gemacht. Ich hatte mal ein Beistelltischchen, das habe ich da gesucht. So ein höheres, also es wäre so bis zum Kopfende gegangen. Also es wäre ein bisschen höher gewesen, aber das habe ich nicht mehr gefunden. Ich denke, das habe ich dann anscheinend nicht mehr. Na, dann habe ich überlegt, ihr zwei Lichter links und rechts zu machen, aber ich dachte mir, wenn sie eh nur auf einer Seite schläft, warum braucht sie dann links und rechts ein Fenster, ein Licht? Genau. Also habe ich mich entschieden, nur ein Licht da anzubappen. Genau, dann habe ich geguckt, welches Bild da so hinpasst. Ich habe so viele Bilder, ist mir aufgefallen, generell im Laufe des Spiels. Habe ich mir gedacht, so, boah, das kann doch nicht sein, weil seit wann habe ich so viele Bilder. Wie findet ihr es, wenn das so ein bisschen versetzt ist mit den Bildern? Ich fand, das war eigentlich ganz cool, aber irgendwie passt das nicht, weil das dann unter das Bett ist und dann ist das nicht mehr so symmetrisch. Also habe ich es dann doch gelassen. Ich finde, das Zimmer ist richtig süß von Mona geworden, weil das noch so ein bisschen so, ich sage jetzt nicht Chaos, aber irgendwie, es ist so, weiß nicht, so mit den Sachen oben auf dem Schrank, dann kommt da später noch ein Bild hin, so irgendwie ist das so noch nicht ganz fertig, aber irgendwie auch schon wohnlich. Wisst ihr, wie ich meine? Das Kinderzimmer, das hat irgendwie lange gedauert. Ich weiß nicht wieso, ich konnte mich erst nicht entscheiden, welches Bett ich nehme, welche Farben ich nehme, generell was ich ins Zimmer tue, aber im Großen und Ganzen finde ich das eigentlich ganz süß, weil ich sehe gerade, das ist ein bisschen dunkel, ne? Nachher kommen Lichter rein, dann wird das ein bisschen heller. Genau, da habe ich geguckt, da habe ich so ein Ding gefunden, keine Ahnung, für was es war, ob es das richtig gewesen wäre, wie ich das da angewandt hätte. Naja. Ich habe nämlich geguckt, ich habe eine Stunde aufgenommen und jetzt habe ich es mal 4 abspielen lassen. Das geht's ja eigentlich, ne? Ist gar nicht so lang geworden, wie ich dachte. Das da, was ich da gerade gedreht habe, da links, dieses Puzzle oder ist das Mahlzeug, sehe das jetzt nicht. Das will ich unbedingt noch ausprobieren, was die damit machen. Weil ich kannte das gar nicht, dass ich das drin habe. Genau. Ich hoffe, die Musik läuft auch noch nebenbei. Aber ich denke, ne? Ich fand den Teppich total süß, weil der irgendwie so ein bisschen so wie eingeknickt ist. So als hätten die Kinder den so irgendwie hochgemacht. Eigentlich voll die Stolperfalle, aber naja, was soll's. Das hat auch lange gedauert, irgendwie einen passenden Kinderteppich zu finden. Im Endeffekt habe ich dann diesen mit dem Häschen genommen. Da habe ich dann noch diese süßen Kissen gefunden, die man leider nicht umändern kann. Fand ich ein bisschen doof, aber es passt ja irgendwie trotzdem mit dem Flamongo. Genau, das hat auch irgendwie total ewig lang gedauert, weil ich mich überhaupt nicht entscheiden konnte, welche Farbe ich denn jetzt hier in das Zimmer nehme. So als, wie heißt das denn? Tagesdecke. Im Endeffekt habe ich mich für so einen braunen, rostbraun entschieden. Vielleicht eher ein dunkelrot. Wie man es nimmt. Und ich war richtig, wie sagt man? Weiß ich, überrascht, dass ich doch noch so viel Geld hatte, weil ich hatte erst versucht, alle Zimmer so ein bisschen einzurichten, bis ich dann zur Deko komme. Also viel Deko kommt jetzt auch nicht mehr. Aber so ein bisschen was. Da fand ich die Lichter eigentlich süß mit diesen UFOs, weil die auch so zum Kinderzimmer passen. Sah echt niedlich aus. Hier fand ich das ganz cool. Da habe ich so ein Bücherregal gefunden und diese Bilder. So, und das habe ich so extra nach unten gemacht, so wie wenn die Kinder zum Beispiel sich dann einfach so Bücher rausnehmen können und dann so malen oder halt so. Mein Gott, es gibt jetzt diese Kinderbücher. Mann, ich dachte, ich muss niesen. Bestimmt muss ich nachher noch niesen. Wo die so, wo man so in den Finger reinstecken kann und dann kommt da immer so ein Püppchen. Kennt ihr die? Meine Schwester hatte die.
Genau, dasselbe habe ich da auch nochmal gemacht, aber mit ein bisschen anderen Büchern. Ich fand das so ganz süß, die Idee, dass die sozusagen selbst an die Bücher gehen konnten. Und dann habe ich gesehen, dass ich noch eigentlich genug Geld über hatte. Ja, und dann habe ich mich an die Deko gemacht. Achso, jetzt kommen die ganzen Lichter, weil ich fand, es war irgendwie ziemlich dunkel. Das war auch irgendwie schwer rauszufinden, was man da nehmen konnte. Ich glaube, die hatte ich auch in der anderen, in dem alten Haus, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Weil ich mag das nicht, wenn die Lichter alle so groß und total ins Gesicht hängen. Also habe ich dann nur diese kleinen Spotlights. Spotlights heißen Spotlights? Ich denke schon, oder? Genau, da habe ich dann so ein bisschen Deko gesucht für die Küche und einfach allgemein, wenn mir irgendwie was aufgefallen ist. Aber ich glaube, da habe ich jetzt wirklich nur für die Küche was gefunden. Ich finde, die Küche ist echt süß geworden, auch wenn die so klein ist. Ne? Jetzt kommt mein Problem wieder mit den Gardinen. Ich glaube, im Endeffekt habe ich gar keine genommen. Was wollte ich sagen? Ach so, die Küche. Ich finde die echt süß, obwohl die so klein ist. Aber ich mag das auch eher, so kleine Häuschen zu haben, wo alles so ein bisschen, ich sag mal, vollgestopft ist, weil das irgendwie viel gemütlicher aussieht, als wenn man da so mega viel Platz hat. Das fand ich eigentlich eine coole Idee mit der Wand, mit den Postern, mit den Polaroid-Bildern, aber irgendwie im Endeffekt hat es mir doch nicht wirklich gefallen. Dann ist mir eingefallen, dass ich eigentlich voll das schöne Bild habe, so ein Zweierbild. Und das habe ich dann die ganze Zeit gesucht. Ich glaube, ich habe es auch später gefunden. Ja, das da. Das meine ich. Fand ich echt süß. Weil irgendwie auch dieses Orange schon wieder, ne? Genau. Ich glaube, damit ist das Wohnzimmer sogar fast fertig. Ja, ich glaube schon. Jetzt kommt nämlich noch der Flur. Der war echt nervig irgendwie, weil der halt so mini ist. Und ich wollte unbedingt in den Flur so ein, wie sagt man? So, nicht Anziehzeugs, aber einfach so, ich weiß nicht, habt ihr das auch? Also wir haben das auch hier in unserer Wohnung, mein Freund und ich, dass wenn man reinkommt, dass da der Schuhschrank ist, so ein Jackendings da, so ein Spiegel, damit man sich einfach nochmal checken kann, bevor man geht. Das hatte ich vorhin schon im Kinderzimmer gesehen. Also als ich die Deko gewählt habe, steht einfach Home. Ich fand das süß. Genau, ich glaube, viel kommt da gar nicht mehr. Und zum Ende hin habe ich dann gesehen, dass ich ja noch genug Geld habe, aber das schon eine Stunde aufgenommen habe. Deswegen habe ich dann später noch den Garten gemacht und ja, das aber nicht mehr mitgefilmt, weil das war ich nicht mehr so viel. Das seht ihr dann im Laufe des Spiels. Ja, und ich glaube, das wäre es sogar schon fast. Es kommen gleich nur noch ein paar Blümchen, ein bisschen Deko. Und dann wären wir sogar schon so weit. Ich hatte mal Lust, so eine Art Video aufzunehmen. Bin gespannt, wie das wird, wie das ankommt. Ich gucke mir sowas eigentlich gerne an, aber lieber, wenn die Leute dazu labern, als wenn einfach nur die Musik läuft. Ja, gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Sims 3 Legacy Part. Sims 4 kommt auch bald, aber jetzt habe ich erstmal Bock auf Sims 3. Die ganze Zeit keine Sims 3 gehabt. Gut, dann lasse ich es mal noch zu Ende laufen, so noch ein paar Minuten, Sekunden. Dann würde ich sagen, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!